Und weiter geht es mit einer galaktischen Folge von Eden Crafter. Wir haben ja in der letzten Folge hier unsere erste Base aufgebaut und oh, warte mal, ich krieg die Lampe an. Ah, jetzt sieht aus. Gut, und Windrad haben wir und dort hinten ist auch unser unser Fließband, was jetzt leider still steht. Warte mal, wir können ja schon mal die Teile rausholen, damit das weiterarbeiten kann. Wir müssen jetzt eigentlich da auch noch was dran setzen, da haben wir aber das Zeugs nicht für. Könnt ihr einfach mal alles hier raushauen. Ich weiß nicht, wir könnten Herstellungsteile. Wir müssen halt Eisenstangen für rein. Nee. Wir machen weiter Platten. Davon werden wir Öl wahrscheinlich ohne Ende brauchen. Und ja, dann machen wir mal, warte mal ganz kurz rein, weil wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine, hier diese Wasserpumpe, den Wasserreiniger. Und dafür brauchen wir Folgendes. Wir brauchen Antenne, Filter und zweimal Rotor. Machen wir erstmal die Antenne. Kupferplatte. Haben wir nicht. Gut. Wir haben aber Kupferbarren. Dann machen wir mal alle. Das heißt, die Antenne wäre schon mal ready. Dann brauchen wir, wie viele Filter waren das? Vier? Vier Filter. Nee. Ja, und dann brauchen wir hier zweimal Rotor und da habe ich schon gesehen, da haben wir das Material nicht für. Das heißt, wir müssen gleich nochmal unterwegs irgendwo was sammeln. Was genau brauchen wir da? Zweimal Kabel und zweimal Gummiriemen. Ich glaube, Gummiriemen machen wir, indem wir den Kram sammeln und dann Gummi machen. Das können wir mal eben auch ganz fix machen. Das war's dann und dann machen wir drei Gummiriemen. Oh, warte mal. Ein Rotor, wie viel brauchen wir? Nee, da brauchen wir ein bisschen mehr. Wir haben hier auf jeden Fall auch noch was. Dann legen wir mal los. Machen wir mal einen Haufen Gummiriemen und dann passt es schon. Na gut, fünf Stück. Das sollte reichen. Der Kram kommt rein. Ich hau mir mal eben ganz kurz was rein. So. Los geht's. Wir brauchen. Warte mal, was brauchen wir nochmal? Wir brauchen Kabel. Und Kabel machen wir mit Kupfer. Oh, jetzt habe ich hier Kupferbarren. Ah. Gut, ich weiß auf jeden Fall, da oben ist Kupfer. Warte mal. Ich glaube, mit der Drohne sind wir einen Ticken schneller. Nehmen wir jetzt einmal kurz hier ein bisschen Schwefel mit. Warum nicht? Hier sind auf jeden Fall auch noch Adern. Das reicht aber eigentlich schon. So, einmal her damit. Und Kabel. Ah nein, zweimal, ne? Ich brauche zwei Kabel. Ne, vier. Weil ich muss ja, klar. Gut, wir müssen doch ein bisschen noch sammeln. Was machen wir mit der Drohne? Die ist echt gut. Wenn wir dann zurück müssen, dann müssen wir nicht so weit laufen. Das? Ah, zu weit. Schwefel, was ist da? Oder wir machen es. Wir machen Folgendes. Eisen, nee, das Eisenvorkommen. Wir müssen doch ein bisschen weiter nach oben. Damit wir mit der Drohne ein bisschen weiterkommen. Wir brauchen noch mehr. Kobalt kommen ist auch ein bisschen seltener. Kupfer. Ich glaube, da hinten ist eine Kupferader sogar, ne? Es sieht ganz danach aus. Kupfer. So, das reicht. Gut, dann können wir zurück. Oh, jetzt habe ich da oben das Rezept angepinnt für Eisenplatten. Oh no. Warte mal, das mache ich einmal auch kurz aus. Hier hinten ist dann das Wasser, oder wie? Scheint so. Wie können wir das ausschalten? Oder ich mache einmal, dann geben die vielleicht Ruhe. Nein. Ne, warte mal, Eisenbarren? Oh, kann man das nicht irgendwie noch? Ah, okay, gut. Glück gehabt. So, her damit. Machen wir direkt mehrere. Warum nicht? Gut, Rotor war zweimal. Dann haben wir den Rotor und dann können wir. Ach, warte mal, wir können auch, was ich gesehen habe. Wir können uns hier so ein bisschen raussneaken und dann können wir auch hier mitbauen.
Nicht? Ah, warte mal. Die muss ich hier unten hin. Dann können wir die sogar relativ weit nach hier setzen, ne, oder? Oder wäre es besser? Ich weiß nicht, ob das. Setzen die einfach mal hier hin erstmal. Ich hoffe, das ist gut. Wenn das Baumenü, um eine Wasserpumpe herzustellen, es muss an der Küste platziert werden. Eine Wasserpumpe. Dafür brauchen wir nochmal zweimal Rotor, ja. Nice. Gut. Was brauchen wir nochmal dafür? Gummiriemen. Und einmal Kabel. Dann machen wir nochmal ein Gummi. No problemo. Wir müssen gleich gucken wegen Kupfer. Und warte mal, da hinten ist ja so eine Höhle. Könnten wir da vielleicht eventuell rein und. Oder da hinten ist ja auch noch ein bisschen was, ne? Hohe Temperatur, okay. Warte mal, Kobalt. Nehmen wir trotzdem mit. Aha, doch, da sind auch ganz viele Erze drin. Kobalt, Schwefel, aber ich weiß nicht, ob da auch eventuell Kupfer drin ist. Oh, was? Was passiert? Ich glaube, das alles außer Kupfer. Irgendwas hat mir wehgetan, weil wir einen Balken verloren haben. Ich glaube ja. Können wir damit auch fliegen? Nee, keine Energie. Ich dachte schon. Das kommt später noch dazu. Wir gucken mal hinten die Richtung. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Könnten wir da auch noch ein bisschen mitnehmen? Aha, Kupfer. Ist alles Eisenvorkommen, leider. Aber passt schon. Ein bisschen Kupfer haben wir gefunden. Und das sollte reichen. Eisen müssen wir jetzt nicht unbedingt sammeln. Boah, da hier ist auch noch Kupfer. Vielleicht ist hier oben ja so eine Kupfermine. Ne, hier geht's hoch irgendwo. Gut, zurück. Das heißt, wir können sie jetzt produzieren. Oh, das Wetter sieht aber nicht gut aus. Warte mal, irgendwie sieht die Grafik so ein bisschen kriselig aus, oder? On, Vollbild, hoch. Kantenglättung. Soll ich die vielleicht noch höher machen? Weiß nicht. Ihr seht doch, was ich meine, oder? Warte mal. Liegt's daran? Ich weiß es nicht. Ich bin ein totaler Computer-Noob. Wir machen mal auf 4 wieder. Ich sehe da keinen Unterschied. Und wir machen. Ah ja. Machen nochmal Gummi, warum nicht? So. Dann die Riemen. Dann machen wir Kupfererz und dann machen wir Kabel. Dann sollten wir vielleicht eben mal kurz was essen. Okay, die Pumpe. An der Küste. Hier so. Ach, Rotor, ah ja, ich muss ihn ja noch erst herstellen. Klar. Rotor Nummer 1 und Nummer 2. So, jetzt aber. Hier würde es auch gehen. Dann machen wir. Setzen wir das Ding mal hier hin. Sagen, hier passt es ganz gut. So, verwende das Baumenü, um ein Baumgewächshaus zu erstellen. Aha, und was brauchen wir da? Glas, bestimmt. Organisch und Glasplatten. Das ist auch schon mal okay. Weil wir, glaube ich, ein bisschen Quarz haben. Ne, Silizium meine ich. Das ist aber zu wenig. Dann müssen wir doch nach oben. Wir haben, warte mal, Sauerstoff nehmen wir mal mit.
Weil wir können oben so eine Maschine bauen. Dann sammeln wir ein bisschen schneller. Ups. Können ja direkt so eine bauen, oder? Oder ist die, kostet die zu viel Strom? Weiß es nicht. Wir werden es jetzt herausfinden. Ja, das funktioniert. Dann bauen wir einfach noch eine hiervon dran. Komm, mach mir, damit es ein bisschen schneller geht. Wir können die auch noch abbauen irgendwann. So, dann können wir schon mal produzieren. Da muss ich meinen Sauerstoff nicht verbrauchen. Dann gehen wir mal runter, zack. Und dann ist alles ready. Ah nein, ach, was mache ich denn da? Ach komm, ich bewege mich. Ich drehe mich mit. Aha. Auch interessant. Also, das haben wir. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal Silizium machen. Und da machen wir ein bisschen Glas. Ja, damit machen wir mal alles. Alles, was wir da haben. Dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug und könnten unser erstes Gewächshaus bauen. Ist doch cool. Das hat doch was. Okay, Glas haben wir jetzt ohne Ende. So, nur wo bauen wir das hin? Das erste Gewächshaus. Das hätte ich gerne. Hier geht's rein, ne? Ich hätte es gerne hier erstmal. So. So, verwende ein Wasserrohr, um die Wasserpumpe mit den Baumgewächshaus zu verbinden. Alles klar. Rohr. Da haben wir doch mehr als genug da. Oh, warte mal, lieber hier hinten rum. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich werde es dann so machen. Warum will der so einen großen Bogen machen? Ja, ist in Ordnung. Oh nein, ernsthaft? Oh, ich bin jetzt, ich bin auch da. Ich habe mich mitteleportiert aus irgendwelchen Gründen. Warum auch immer. Das ist jetzt irgendwie seltsam geworden. Warum dreht er sich so komisch? Hä? Irgendwas funktioniert hier nicht so ganz. Dann machen wir einfach so. Dann hat er so einen riesen Bogen, wenn er es unbedingt möchte, warum auch immer. Gut. Und ich muss einmal rein. So, benutze einen Bodendünger, um den Boden zu bewässern. Vegetation zu verbreiten und zu helfen, Sauerstoff zu erzeugen. Können wir da reingehen? Brauchen wir da keinen Sauerstoff mehr? Ne, wir können da nicht rein. Bodendünger. Ach, guck mal, hier haben wir sogar Innentreppe. Das heißt, wir könnten sogar in die Höhe, glaube ich, bauen, oder? Wo haben wir das Ding? Einfach daneben, oder? Muss das hier irgendwo angeschlossen werden? Sieht nicht danach aus. Wäre es ja okay, wenn wir es hier hinbauen? Nutze ich den? Auch wieder mit dem Rohr? Aber hier ist doch gar kein Eingang. Ich
muss noch mal kurz Sauerstoff holen. Noch begreife ich es nicht so hundertprozentig, aber wir kriegen es schon irgendwie hin. Das ist auch hier für Terraforming, Glas, Fundamente. Oh, cool. Das heißt, wir können es hier noch was richtig Feines bauen. Ist das hier Container? Ah, Förderbandverschmelzung. Aha. Rohranschluss. Müssen wir dann hier so ein Ding bauen? Jetzt wird es langsam komplexer, aber warte mal. Oder kommt der da rein? Nee. Warte, benutze den Bodendünger, um den Boden zu bewässern, die Vegetation verbreiten und dabei helfen, Sauerstoff zu erzeugen. Der hat ja nur den Anschluss. Ich glaube, wir müssen das Ding abreißen. Ich nehme jetzt einmal Sauerstoff. Was soll's? Dann müssen wir hier so ein Ding hier bauen. Wo ist es? Nee, da geht es ja nur um Wasserleitung. Förderband? Dünger mit einem Förderband eigentlich nicht, oder? Doch. Scheint doch. Okay. Dann ganz schnell. Alles klar, es ist anscheinend doch so. Oder? Ich weiß nicht. Wir schauen mal. Energie, Wasser 0. Oder nein, hier muss auch Wasser ran. Klar, jetzt macht's Sinn. Ja, ja, natürlich. Aber dann muss ich ja hier noch eine Pumpe. Weiß es nicht. Müssen wir hier vielleicht zwei bauen? Nein, warte mal, wir reißen das ab. Und das hier ran. Ist da dran. Ich muss kurz einmal nochmal tanken, sonst kippe ich gleich um. Funktioniert das jetzt? Das Rohr sieht seltsam aus, aber scheint. Aha. 1% fruchtbarer. Scheint zu funktionieren. So. Erstelle einen Was-Planeten-Analysator, um der aktuelle Terraforming-Fortschritt zu verhören. Okay. Und wo haben wir das Ding? Was sind das überhaupt? Zonendünger. Analysiere da. Hier ist es. Wir brauchen einen Computer und zwei Antennen. Kupfer. Wir brauchen Kupfer. Wer hätte es gedacht? Wir brauchen Kupfer. Gut, dass ich hier oben schon mal was besorgt habe. Das werden wir auf jeden Fall noch ausbauen, keine Sorge. Ist klar. Oh, sieht doch schon mal in Ordnung aus. Ah, hätten wir vielleicht das Ding daneben bauen sollen. Ist jetzt nun mal so. Sieht jetzt nun mal ein bisschen hässlich aus, aber... Wir werden sehen. Kupfer? Nein, Quarz. Das war ja Quarz. Ich habe das irgendwie gerade verwechselt. Irgendwie habe ich das verwechselt.
Oh, warte mal. Gesundheit 30. Das ist gar nicht mal schlecht. Wir machen es auch einmal hier. Ein paar hiervon. Damit wir ein bisschen mehr unterwegs sein können. Obwohl, komm, wir machen 20 insgesamt. Dann können wir mal in die Höhle reingehen. Oder ein bisschen weiter auch rauslaufen, weil wir brauchen jetzt eine Menge Kupfer. Und ja, das ist sehr wichtig. Das bringt 20 Gesundheit, das 30, das 50. Essensbox. Machen wir mal die hier, ne? Stellen wir uns die mal her. Dann ist auch finito. Gut. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich noch eine Box, obwohl wir können das ja erstmal hier lagern. Soll's. Wird schon gut gehen. Ja. Dann machen wir es auf den Weg. Obwohl, nein, nein, nein. Erstmal snacken und dann machen wir es auf den Weg. Also, wir gehen da hinten hin. Zwei Prozent jetzt, alles klar. Wir gehen erstmal da hinten rein. Eisen, Eisen. Hier ist nur ganz viel Eisen, aber vielleicht ist da hinten irgendwas Gutes. Da sehe ich schon mal ein bisschen Kupfer, das ist gut. Schwefel, oh ja, hier ist eine Menge Kupfer. Schwefel nehmen wir auch direkt mit, warum nicht? Boah, hier ist sogar sehr viel. Sehr nice. Wir müssen immer nur auf unsere Sauerstoff achten, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir warten noch ein bisschen. Könnte man sich hier durchbuddeln? Geht das da irgendwo hin? Ich glaube nicht. Es sah aber irgendwie so aus. Es sah so aus, ob es irgendwo hinführt. Perfekt. Das sollte an Kupfer doch erstmal reichen, oder? Haben wir die ganze Höhle hier leer gemacht. Nice. Ich will noch einmal ganz kurz noch schauen. Hier noch irgendwas Interessantes sehen. Da ist auch noch ein bisschen Kupfer. Warum nicht? Hier ist noch ganz schön viel. Das ist zu weit weg, oder? Ja. Nee. Hier geht es, aber hier auch nicht mehr. Gut, ich würde sagen, das passt schon. Hier haben wir von der dicke Ausbeute. Hier haben wir nochmal ganz viel Eisen. Obwohl ich nicht denke, dass wir jemals so viel brauchen werden, aber wer weiß. Vielleicht ja doch. Vielleicht brauchen wir doch Unmengen an Eisen. Das hier vielleicht irgendwann mal an. Ah, warte mal, wir können das doch bestimmt. Wir können Terraforming machen. Und die Rohre dann unterirdisch bauen, oder? Wir könnten ja eigentlich so reinbuddeln. Das werden wir mal in Zukunft umändern. Und für die zukünftigen Projekte werden wir es sofort umsetzen. Also wir brauchen für dieses Dingen. Nein, hier war es nicht, oder? Oh, warte mal, einen Computer müssen wir machen. Oder? Warte mal, wo ist das Ding? Hier. Zweimal Antennen und ein Computer. Also, wir brauchen für die Antennen erstmal Kupferplatten.
Machen wir mal ganz fix. So, dann machen wir mal zwei Antennen. Dann brauchen wir den Computer und da brauchen wir noch mal zwei, nee, drei Kabel und fünf Platin, nee, 10 Platinen. So. Sind die denn? Ich glaube, die sind. Ach, hier machen wir die. Wir brauchen mehr Kupferplatten und Silizium. Warte mal. Gut, dann Silizium. Wir machen mal so gut wie alles. Das sieht schon mal gut aus. Dann haben wir ganz viel Silizium und dann können wir mit dem Silizium, dann können wir noch die restlichen Dinger. Oder warte mal. Oh. Ich habe mein ganzes Kupfer aufgebraucht vorhin für. Ich habe zu viele Kabel gemacht. Nein. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich voll Profi. Oh no. Das ist bitter. Das ist mehr als bitter. Das heißt, wir müssen noch mal irgendwo hin. Da hinten ist ja auch so eine Höhle. Eventuell finden wir da was. Wenn nicht, müssen wir da hinten halt den Weg weiter langlaufen. Das war ja gut. Kabel werden wir bestimmt eh noch früher oder später brauchen. Also ist es halb so wild. Hauptsache, wir finden jetzt noch mal was. Hier ist Kobalt. Diamant. Oh, nice. Aber hier ist kein Kupfer. Das heißt, das müssen wir woanders suchen. Auf Platz. Na gut, das lief da leider nicht ganz nach Plan. Da war ich ein bisschen zu voreilig. So ist immer das Leben. Warte mal, können wir nicht eigentlich hier? Das hier hinhauen? Das ist doch deutlich besser. Ne, warte mal. Sauerstoffkapseln hier, hallo? So. Okay, das heißt, hier in der Höhle ist finito. Dann müssen wir wohl doch da hinten lang oder hier. Aber hier ist nur Quarz, Kobalt. Oh, warte mal. Quarz. Hier ist überhaupt kein Kupfer, ne? Es sieht nicht danach aus. Und wenn wir hier sind, dann nehmen wir es eben trotzdem mit. Ah, doch, ein bisschen. Hallo? Kobalt. Nee, ich glaube, da hinten sieht es ein bisschen besser aus. Oh, Gold. Oh, oh. Wir haben Gold gefunden. Ist doch schon mal nicht schlecht. Aber wir brauchen Kupfer. Wir brauchen jetzt erstmal Kupfer. Mit Gold können wir erstmal noch nichts anfangen. Gehen wir mit. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall noch mal ein paar weitere Kisten bauen. Ist doch schön. Mittlerweile haben wir doch hier einiges. Wir können hier eigentlich auch noch sammeln, aber ist voll. Ich muss echt ein paar Kisten bauen. Am besten hier weiter ausbauen, dann einen Raum mit Kisten. Brauchen Zement. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, bewerten und auch das Kommentieren nicht vergessen.
Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.